Seid gegrüßt, der Wolf Mengan hier mit dem nächsten Part beziehungsweise dem ersten Part der lebendigen Welt in Guild Wars 2. Als letztes hatten wir ja in der Story die persönliche Geschichte abgeschlossen. Genau. Und zwar, okay, warum jetzt hier gerade Pakt Formen steht, bin ich gerade etwas überfragt, aber ist auch nicht so wild. Auf jeden Fall, wir hatten das ja gemacht mit meinem Freund, dem Shovel. Der ist heute nicht dabei. Deshalb werde ich das Ganze alleine machen. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife, starten wir dann in den ersten Part der lebendigen Welt. Jupp. Und zwar Störung der Brispenwildnis. Achso, entschuldigt, ich hatte das gerade noch vergessen. Und zwar das Ganze, wie der Titel schon sagt, spielt hier in der Brispenwildnis bzw. sich hier ab. Wie lang die Parts werden, kann ich euch jetzt leider noch nicht sagen. Ob es jetzt nur ein Part pro Abschnitt wird oder vielleicht zwei. Ich denke mal, das werden wir sehen. Als erstes sollen wir uns mit den Verbündeten bei den Seraphen treffen. Mir geht's gut. Meine Rippen tun kaum noch weh. Seid ihr bereit? Gehen wir zu den anderen, ja? Okay, bevor wir sie jetzt ansprechen, beziehungsweise beide ansprechen und es hier mit der Action richtig losgeht. Warum fragen wir sie nicht? Oh, seht, da sind die anderen. Wir warten hier auf sie und gehen dann rein. Was macht euer Bein, Graham? Hab es kaum gespürt. Bin prima durch die Ranken gekommen. Ihr seid viel zu besorgt für ihn. Er ist C. Hab nie was anderes behauptet. Aber gedacht. Was? Nichts. Ich will mal diesen Seraphen fragen, was hier eigentlich vor sich geht. Okay, nur das Gespräch fand ich gerade sehr interessant. Und zwar habe ich jetzt ein neues Aufnahmeprogramm. Und zwar nennt sich das DxTory. Es soll besser sein als Rap. Ich hatte schon die ein oder andere Aufnahme versucht. Jetzt ist es so, dass das Programm wohl soweit ganz in Ordnung ist, dass wir damit auch ohne Probleme aufnehmen können. Und dann sprechen wir mal mit Kesma Mate, würde ich sagen, heißt sie. Hallo Gwen. Okay. Achso, das hatte ich gerade noch vergessen. Und zwar, ich spiele das Ganze nicht mit der Diebin durch, sondern mit meiner Mesmerin. Weil ab hier sollte man dann schon mit der Klassenwahl meines Erachtens nach etwas aufpassen. Und dann mit der Majorin. Majori Delacroix. Könnt ihr es spüren? Eine seltsame Stille liegt in der Luft. Als wären nur die mutigsten unter den Vögeln noch hier. Das gefällt mir nicht. Mal schauen, was uns hier erwartet. Hey, kommt mal hierher. Klar, Brain. Mit ihm werden wir auch als erstes sprechen. Wofür warten wir? Lasst uns mit diesem Seraphen dort drüben sprechen. Yori und Kes kommen schon hinterher. Folgt mir. Okay. Es passieren wirklich die wildesten Sachen. Man merkt, wie
weit wir uns von der Zitadelle, wie weit wir von der Zitadelle weg sind. Das ist ein großes Abenteuer. Ja. Das ist, man könnte sagen, die Vorgeschichte dann zu der Erweiterung Heart of Thrones, die am 23.10. erscheint. Und ich muss sagen, ich kann es ehrlich gesagt kaum mehr erwarten. Ich habe hier auch meinen kleinen Wiedergänger Rocks mit dabei. Und dann sprechen wir noch mit Timey. Ich möchte eine Probe dieses lebendigen Ranken haben. Ich frage mich, ob es möglich ist, Hybriden zu erschaffen. Timey. Und jetzt dürfte, glaube ich. Durch diese Ranken, aber sie sind unpassierbar. Wie wär's, wenn wir euch helfen? Das wäre großartig. Wir sind ein kleiner Expeditionstrupp. Was sucht ihr so weit von Götterfels entfernt? Wir verfolgen Schwarzmarkthändler, die hier entlang sind. Wir vermuten, sie kennen einen geheimen Weg dadurch. Na, sehen wir mal, ob wir euch helfen können. Dafür wären wir euch wirklich sehr dankbar. Delacroix, kommt einmal her. Okay, dann kam doch kein kleines Video. Na? Delacroix hatte ich auch übrigens. Oh! Das kommt. Jawohl. Mir. Ich werd verrückt. Hey, Schwester. Dachte bekannt schon, vor. Das wäre euer Trupp. Ihr seid verwandt? Jawohl. Was macht ihr denn hier, Margie? Es gab Gerüchte, dass hier komische Dinge passieren. Marjorie, deshalb okay. Es mit Scarlett aufzunehmen, hat euch wohl nicht gereicht für ein Leben. Lasst uns reden. Wir haben ein paar Informationen über das, was hier los ist. Jetzt geht's los. In Questur! Timey, steigt in den Golem! Bleibt bei mir, Jory. Cass, das ist mein Spruch. Okay. In Questur hier. Die sind wie Ratten. Tauchen auf, wo immer es tot geht. Geht ihr nach links. Cass und ich gehen nach rechts. Wir müssen sie hier aufhalten. Oh, unverwundbar. Ah, jetzt nicht mehr unverwundbar. Gut. So, nochmal ein bisschen Pein drauf tun. Ein Guide zu dem Mesmer habe ich ja schon hochgeladen. Ich wechsle dann mal auf Stab. Was wird's? Oh, sie ist dann auch gleich hin. Dann wechsle ich wieder auf Großschwert. Na, wo kommen sie denn? Ach, von da kommen sie. Uiuiui. Aber wir sollen hier hin. Dann werden wir den Seraphen helfen hier. So, und natürlich das Wichtige ist hier immer bewegen. Oh, das war ein Assassine, so wie sich's angefühlt hat, beziehungsweise wie ich, wenn ich mich richtig erinnere. Na, wen haben wir da? Cass? Cass müsste das sein, ne? Cass mal, ja. Na. Ich fühle mich gut. Scheint echten Schaden anzurichten. Erfrischend. Ach ja. Ich mag sie nicht. Die Infestur. Und wieso verdrückt er sich hier gerade? Ja, einmal unterbrechen, ganz wichtig. Okay, klar.
Ist halt nur die Frage, wie. Achso, jetzt sollen wir sie verteidigen. Okay. Klar, machen wir doch glatt. Oh, oh, oh. So. Nochmal den Zeitstrom hier aktivieren. Zeitschleife heißt es, Entschuldigung. Na, wo sind sie denn? Ah, da sind sie. Na, wieso habe ich sie jetzt verfehlt? Das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Und ich glaube, da kommen gleich noch ein paar. Also ihr seht, dass man das hier auch dank der NPCs gut alleine hinbekommt. Also zumindest bis hierhin. Also es gibt einen Bereich hier, und zwar ist das im 8. Abschnitt. Da braucht man definitiv eine Gruppe, weil das sonst zu schwer ist. Allerdings dazu kommen wir dann später noch. Weil jetzt machen wir ja erstmal den ersten Abschnitt. So, jetzt müssen wir wieder rüber. Und müssen hier der Inquestur mal wieder ordentlich in den Hintern treten. Beziehungsweise ja eigentlich immer noch. Oh, da ist einer der Seraphen leider verstorben. Oh, oh, oh. Aber, jupp, das ist ein Assassine, eindeutig. Ja, ich mach die aber nicht weg. Ach, warum müssen hier eigentlich so viele Assassinen sein? Beziehungsweise, was ich allerdings auch vermute, ist, dass hier einige der Gegner schon tatsächlich an das Addon angepasst sind. Weil so schwer habe ich es dann doch nicht mehr in Erinnerung. Ja, ja, ich weiß. Na. Ja, weg hier erstmal. So. Irgendwie alles etwas schwierig. Ah. Oi. Na gut. Und ich meine, nach dem Besiegen des Golems, der auch noch kleine Golems mit sich führt, wird es wohl so sein, dass wir hier mal ganz schnell ausweichen müssen, weil wir sonst nämlich hier ganz schnell im Dreck liegen. Was jetzt auch leider der Fall ist. Dankeschön. Da wird uns dann geholfen. Oh, 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 oh. Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay, da wären natürlich zwei Leute nicht schlecht. Einer lenkt die Kleinen ab, der andere haut auf den Großen drauf. Einmal Nullfeld wollte ich gerade sagen, aber das war dann auch nicht mehr der Fall. Aua. Ey. Ich sag mal, gut, lass mir doch mal 2 Sekunden Luft, um zu atmen. Und jetzt alles, was geht, sozusagen auf den großen Golem. Weil ich habe das Gefühl, dass
je länger der Große hier überlebt, umso mehr Kleine kommen. Na. Nullfeld. Und hab ich recht? Ja, zumindest, ja, ich hatte recht. Sobald die Kleinen, sobald der Große besiegt ist, sind die Kleinen auch weg. Super. Und auch noch die komplette Inquestur. Schön. Dann jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Es ist nämlich schon etwas länger her, dass ich das Ganze gemacht habe. Ich hatte auch eine Menge Übung. Sieht aus, als hätten wir fast alle Ratten beseitigt. Geht ihr mit uns weiter? Ja. Wir wollen sehen, was auf der anderen Seite ist. Ihr habt doch nichts dagegen. Dass ihr mitkommt? Große Götter, nein. Ich sehe euch ja sonst viel zu selten. Mal sehen, ob ihr noch so denkt, wenn ihr ein paar Tage mit uns unterwegs wart. Ja, nett. So. Und nu. Delacroix, ah. Ich habe eine Mission für euch. Lauft rasch zurück nach Fort Salma und erstattet Bericht. Überwacht die Postierung von Soldaten, um die Ranken in Schach zu halten und uns den Rückzug offen zu halten. Ja, Corporal, ich hole meinen Kram und bin weg. Ich wusste, auf euch ist Verlass. Im Laufschritt, Seraphin. Jawohl, Corporal. Und damit dürfte auch, glaube ich, der erste Teil. Schon gut. Ein andermal. Schade, dass ich nicht mit kann. Versprecht mir, dass ihr auf dem Heimweg nach Fort Salma kommt und erzählt, wie es war. Mach ich. Sagt Mama, dass ihr mich gesehen habt, ja? Damit sie sich weniger sorgt. Ist gut. Ich muss jetzt los. Passt auf euch auf, hört ihr? Hab euch lieb, Schwester. Na klar. Ich euch auch. Belinda, es war schön, euch wiederzusehen. Oh, fand ich auch. Wiedersehen. Okay. Dann sprechen wir mal mit dem Corporal. Die Inquestur ist in ein brutaler Gegner. Sie haben absolut kein Gewissen. Wir sind hier, um uns um Diebe zu kümmern. Ah ja, okay. Die den Schwarzmarkt beliefern. Aber die Inquestur hält uns von unserer Arbeit ab. Sie müssen ein Labor in der Nähe haben. Ja. Außer es handelt sich um eine Gruppe Kundschafter. Vielleicht suchen sie nach einem Ort, wo sie ein neues Labor aufbauen können. Ha! Diese Narren. Die Ranken in diesem Gebiet sind nicht für ihre Gastfreundlichkeit bekannt. Ja, wo sind die Ranken hergekommen? Soweit ich weiß, ist das Land westlich von hier für ein mehr oder weniger lange Zeit komplett abgeschnitten gewesen. Kriminelle haben anscheinend ein paar geheime Routen gefunden, aber wer weiß schon genau, was dort drüben vor sich geht. Ihr glaubt, die Ranken bereiten sich vor hinter den Gebirgsschrank nach ihnen aus. Bleibt abzuwarten, meint ihr nicht? Was gibt es dort draußen? Die Manguma-Einöde. Ansonsten, wer weiß, die orianische Überflutung könnte die gesamte Landschaft verändert haben.
Wir werden das noch früh genug herausfinden. Ich bin bereit, das Gebiet hinter dem Gebirgskamm zu erforschen. Klar. Warum nicht? Und was bekommen wir? Kisten mit Vorrat Inquesturforscher, rote Ambritbrocken, aufgestiegene Fragmente und eine Kiste mit Laborausrüstung. Super. Das würde mich doch mal interessieren, was hier drin ist. Naja, nicht unbedingt schlecht. Kiste mit Laborausrüstung, auch nicht schlecht. Das sammle ich mal alles. Und das werde ich hier noch einmal ganz schnell wiederverwerten. Also das Beste ist hier gerade die leichten Klamotten wieder zu verwerten, denn da bekommt man Seidenballen von. Und hier, wenn man Glück hat, halt Ektoplasmakugeln. Und natürlich auch, wenn man ganz viel Glück hat, hier Essenz des Glückes. So weit, so gut. 5-mal eine 10er Essenz, die wir uns auch gleich reintun werden. Und einmal sogar eine 100er Essenz. Klasse. Dann verlassen wir die Instanz wieder in Richtung Brespenwildnis. So, es kann übrigens sein, dass das Ganze hier, dass ich das dann komplett zusammenschneiden muss. Wo müssen wir jetzt hin? Und zwar hier durch. Und zwar seht euch die Situation in der Trockenkuppe an. Ups, falsche Richtung. Dann gehen wir doch einfach mal in die Trockenkuppe. Das erste von zwei Gebieten. Für die, die es noch nicht wissen, es gibt halt hier zwei Gebiete. Einmal die Trockenkuppe ist ein 80er Gebiet. Und einmal die Silberwüste. Die meisten nutzen die Silberwüste, um halt mit den Spaten hier, wo sind sie? Hier. Und den Schlüsseln, Banditendietrichen, halt zu farmen. Oder auch eine gute Möglichkeit, um Karma und Events zu bekommen. Das ist noch von der Beta übrig, also nicht wundern. Doch, jetzt gehen wir erstmal in die Trockenkuppe. Später kommen wir dann auch noch wieder zurück. Ich glaube, einmal noch in die Brispenwildnis bzw. Fort Salma. Und dann einmal noch beziehungsweise ein paar Mal, nicht einmal, sondern ein paar Mal in die Silberwüste. Okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich nutze das Ganze mal. Das hier brauchen wir, um halt hier durchzukommen. Na, was haben wir jetzt hier? Genau, den Sprung. Den nutzen wir dann hier auch. Haben dann das dritte. Und zwar können wir damit hochspringen. Und dann ist hier die Dame, die uns sozusagen den Weg weist. Diese Gegenstände bleiben nicht unbedingt lang. Daher sollte man da auch immer mal schauen. Hier ist der Rhyme, oder ja, Rhyme müsste das sein. Hier holen wir uns einmal den Punkt weg. Ihr seht, jetzt sind die Sachen auch schon wieder verschwunden. Ich werde jetzt nicht unbedingt hier die Gegner so stark besiegen. Beziehungsweise schnell besiegen. Hier ist die nächste Person.
Und dann müssen wir, glaube ich, auch hier hoch. Genau. Um dann hier rüber zu kommen. Da bekommen wir wieder einen Punkt. Und hier startet dann auch das nächste Event, was wir das nächste Mal starten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Wolf Mingan.